Man kann sich auch vorstellen, dass ich genauso, wie ich mich vom Körper her verändert habe, genauso auch ganz klar von der Einstellung her, dass ich heute erstmal den Durchblick habe. Heute weiß ich, was los ist. Ich damals natürlich hätte dies alles gewusst, was ich heute weiß, wäre natürlich auch viel kritischer gewesen. Ich hätte auf, hier, der ganze Zeug hier, was gibt es mir hier, muss ich erstmal analysieren lassen, kann gefährlich sein. Ja, aber ich habe auch gar keinen Anlass dazu gehabt, nachzufragen, mir zu sagen, ja gut, will er mich hier körperlich schädigen? Warum will er, gibt er mir das, warum schenkt er mir das am Anfang? Dann habe ich ja auch gezahlt. Anfang habe ich ja die Sachen noch geschenkt gekriegt und nachher ging es los mit 80 Mark, wenn wir auch gezahlt haben. Zum Beispiel, dass der Werner Fox, den auch vom Namen her, aber so Insider, der zum Beispiel sitzt im Gefängnis, der hat seine Frau totgeschlagen. Der war normalerweise ein ganz ruhiger Vertreter, ganz normaler Typ, irgendwo außer vom Körper her. Und dann hat er irgendwann mal im Urlaub einen Rappel gekriegt durch der ganze Testosteron und hat seine Frau totgeschlagen. Und jetzt sagt natürlich der ein oder andere, Mensch, gut, der Böse und wird sich für die Jugend einsetzen. Und das ist alles nicht so einfach, und da sind auch viele andere, die da was gegen haben, weil es ja alles um Geld geht. Und ich kann nur sagen, es ist einfach besser, Licht anzuzünden, als über die Dunkelheit zu klagen. Und ich hoffe, dass ihr alle in eurem Leben immer die richtige Entscheidung trifft. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn man sein persönliches Ziel im Sport in dem Bereich als genetische Grenze sieht, dann wird einen natürlich auch Kraftsport oder auch andere Sportarten einen für immer faszinieren. Wenn man sich Sportarten anguckt im Leichtathletikbereich, beim 100-Meter-Lauf, da geht es ja nicht darum, selbst derjenige, der es als erstes über die Ziellinie läuft, der guckt ja erstmal auf die Uhr. Dass er Erster geworden ist, ist eine schöne Sache, aber die wollen ja alle Weltrekord laufen. Und offensichtlich ist es ja auch so, dass der zweite Platz, der zählt ja gar nicht mehr. Was glaubt ihr denn, warum es denn nicht nur im sportlichen Bereich so ist, sondern so wie in vielen anderen Angelegenheiten auch, dass so der zweite oder dritte Platz, der zählt ja gar nicht. Was glaubt ihr denn, woran das denn liegt? Ich nehme mal so ein bisschen Anabolika, ich nehme mal nur eine Kur. Man muss sich vorstellen, von der Diagnose her, was jetzt gesagt worden ist, auch hier mit den Brandopfern, AIDS-Kranke, wenn die sagen, mal eine halbe oder eine Tablette zu sich nehmen, okay, müssen aber trotz alledem auch dann schon irgendwie mit Nebenwirkungen rechnen. Wer aber im leistungssteigenden Bereich, auch gerade jetzt was mit Muskulatur zu tun hat, arbeitet, Dopingmittel einnehmen will, muss sie ja immer in Überdosierungen zu sich nehmen. Und jede Überdosierung ist ja immer schädlich. Da kann ich, was weiß ich, ich habe Husten und da anstatt einen Teelöffel zu mir zu nehmen, da trinke ich die ganze Pulle. Da muss ich auch irgendwie damit rechnen, dass ich dann irgendwo Magenschmerzen kriege. Ne? Da auf dem Bau irgendwo schwere Arbeit vielleicht machen, wenn überhaupt. Bitte? Sag ruhig, kannst du lauter sagen. Ich meine, zu der Zeit zum Beispiel waren solche Leute, das waren so meine Idole gewesen. Und da war ich natürlich froh, dass ich da im Koma lag. Ich eine historische Ahnung haben von Ernährung und über ihren Körper hundertprozentig voll Bescheid wissen und dass sie auch ein hartes Training absolvieren müssen, steht außer Frage. Und das ist natürlich, sagen wir mal, der alte Spruch, wenn man sagt zum Beispiel, viel Watt und nichts im Kopf, ich meine, der zieht ja schon lange nicht mehr. Seit Arnold Schwarzenegger Gouverneur in Kalifornien geworden ist, dann wissen wir ja natürlich alle, das haut nicht so hin. Also selbst wenn man nur die Intelligenz dazu benutzen würde, sich die Dosierung aufzuschreiben, welche Dopingmittel ich einnehme. Also wer dumm im Kopf ist, würde so einen Körper auch nicht aufbauen können. Und was hat der für Brustmuskeln, für einen Waschbettbauch? Und wir wollen das auch ganz schnell erreichen. Und im Umkleideraum, aus der Trainingstasche heraus, haben wir schon unser erstes kleines Tablettchen bekommen. Wie kleine Sterne
haben die auch so handliche gewitzelt solche Apparate, die waren damals sogar noch ohne dieses Chilier-Zeug da oben, also die waren immer mit schwer zu schlucken. Da musste man schon wahnsinnig motiviert sein, um überhaupt diese Aminosäuren-Tabletten zu sich zu nehmen. Und dann kriegst du von deinem Idol, also kein dreckiger Dealer von der Straße, kriegst du so kleine Tablettchen und dann machst du dir natürlich überhaupt gar keinen Kopf, weil er sieht ja nicht gerade unbedingt krank aus. Da ist er gerade. Und deswegen, viele sagen manchmal auch, stellen sich die Frage, ja, macht den Doping überhaupt abhängig? Ja, es ist eine schleichende Abhängigkeit. Und schleichend aus dem Grunde, weil Doping in der Richtung, man kriegt ja nur Komplimente. Wenn er sagt, der eine, Mensch, oh, du bist schon wieder schneller geworden. Oh, Mensch, und du schwimmst ja so schnell und läufst ja so schnell und du hast ja einen wahnsinnigen Bizeps und dies und das. Also man kriegt nur Komplimente. Und bei anderen klassischen Drogen heißt es ja, Mensch, hast du schon wieder abgenommen. Oder du hast schon wieder, deine Haare sind schon wieder ausgefallen oder Zähne schon wieder raus und hin und her. Also wenn ich zum Beispiel dieses hier, das sind ganz harmlose Calcium-Tabletten. Und das sind eben diese gefährlichen Anabolika. Also wenn einer sagen würde, ja gut, das sieht man ja irgendwie von der Optik her oder sonst was, da würde ich ja nie einnehmen. Also sie sind ganz schnell zu schlucken. Wenn einer jetzt, sagen wir mal, 15, 16 Jahre alt ist und solche, so eine Zehnerreihe hier zu sich nimmt, da kann man sich schon nicht mehr rückgängig machen, schon schädigen. Es kann, muss nicht unbedingt sein, dass man gleich davon stirbt. Aber ich meine, wenn dann natürlich einer nachher dann, sagen wir mal, mit 20 an Diabetes erkrankt, das wäre ja schon wirklich gut bedient, wenn man vorher gesund war. Da sieht man richtig auch noch gelb und unterlaufen alles, was das für ein Eingriff war. Du bist ja hier Leistungssportler, du hast alles im Griff, du hebst ja hier 60 Kilo hier und 180 Kilo in der Bank und kann ja mal passieren, das war ein Angriff. Gar nicht darüber nachgedacht, dass diese kleinen Tablettchen irgendwie damit zu tun haben können. Aber dann auf einmal, ich hatte Warnkämpfe gekriegt, bin fast die Wände hochgegangen. Das in ihren Kollegen ist halt nichts gegen. Und dann während des Trainings auf einmal abends, da musste ich doch meine Beine trainieren, auf einmal habe ich einen Blutschuss aus der Nase gekriegt. Beinpresse habe ich gemacht. 400 Kilo drauf gehabt, wie in der Ohren gedrückt. Ja, Beinpresse. Schön. Ah, Bein, ja, 400 Kilo da hochdrücken. Und dann mit den dicken Beinen heute, da muss ich alle. Ein paar Wochen muss ich mir eine neue Buchse holen, weil die reibt mir hier die ganzen Hosen kaputt. Immer noch. Obwohl ich seit Jahren nicht mehr trainiere. Was habe ich davon, wenn ich so dicke Beine da habe und alles? Was mache ich damit? Würde ich da auf den Mond springen wieder? Was ist da los? Was habe ich davon? Ganz kuriosen Körper, den man hatte, aber man hat sich da gar nicht so gesehen, ich habe auch keine Schmerzen, nichts gehabt, also ganz im Gegenteil. Ich war da in so einem Muskel- und Fitnesswahn drin gewesen, dass man jeden Tag dann angefangen hat, sich dann überhaupt schon zu sagen, morgens schon, der erste Gedanke war gewesen, was trainiere ich denn heute? Wie ernähre ich mich denn? Ich habe auch keine normale Ernährung mehr zu mir genommen. Das war so, da habe ich mir nachher einen Mixer geholt. Das ist die Sicherheitslage natürlich. Demnächst zulassen, wenn ich das auch machen. Aber die Resonanzen, die man auch da in der Richtung bekommen hat, waren schon sehr erschreckend. Und was mir dann auch immer wieder dann in der ganzen Angelegenheit aufgezeigt hat, dass auch da welche dabei waren, die gesagt haben, ich würde sogar 10 Jahre weniger leben, aber einmal aufs Obel der Treppchen gelangen. Und das Obel der Treppchen war neben deutlich irgendwo bei einem Wettkampf, sportlichen Wettkampf, Pokal oder sonst etwas zu erreichen, sondern innerhalb der Gesellschaft. Natürlich dann erstmal verheilt werden müssten. Ne? Da ist das schon, dass er dann hier in der dreieinhalbstündigen Operation in die Brust mir da so gesehen abgenommen haben. Jetzt sagen natürlich viele, Mensch, der Börgesson, der setzt sich ein für die Jugend, für die Prävention. Der ist da in den Schulen auch unterwegs, aber der ist da so viel zu tun. Und wie weit wird er kommen? Denn ich weiß natürlich auch, die Ärzte scheinen mir ja auch,
dass ich meinen Körper so weit geschunden habe, dass er auch schon 10 Jahre älter ist. Und solange ich die verbale Kraft habe, um überall auch unterwegs zu sein, werde ich auch rastlos sein und werde auch weiterhin für euch bzw. für die Jugend unterwegs sein. Denn ich sage mir, warum über die Dunkelheit klagen, wenn ich auch irgendwo Licht anzünden kann. Und ich wünsche, dass ihr in eurem Leben immer die richtigen Entscheidungen trifft. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.